Herzlich willkommen bei Picom. Sie sind mit der telefonischen Betreuung für Privatkunden verbunden und werden gleich. Mein Name ist Ingo Marzina, was darf ich für Sie tun? Das ist ein Verkehrsrecht. So, mit dem Verkehrsrecht zahlt das nicht, müssen Sie mir nochmal sagen. Schönen guten Tag, mein Name ist Richter. Guten Tag, Richter. Mit wem spreche ich bitte? Marzina. Herr Marzina, sehr gut, dass ich Sie am Telefon habe. Ich rufe hier aus meiner Kanzlei an und wir haben ein massives Problem mit der Anlage, die wir bei Ihnen gekauft haben. Die haben wir seit dieses Jahr und ich drehe hier bald am Rad. Okay. Ich verliere hier jeden Tag Geld, weil ich hier mit der Anlage, ich kann keine Verbindung machen, ich kann Telefonanrufe regelmäßig nicht entgegennehmen. Mhm. Also das können wir so nicht weitermachen. Das aber geht so haben nicht. Sie eine Kundennummer für mich da? Wissen Sie was, ich gebe Ihnen mal meine Sekretärin, aber ich wollte Ihnen das nochmal klar machen. Ja. Also da müssen wir uns was einfallen lassen und ich erwarte auch, dass Sie uns da entgegenkommen in der Kanzlei, weil das geht so nicht. Ich gucke mir das ganze Problem jetzt hier in Ruhe an. Ich stelle Sie mal zu Frau Schröter. Warten Sie mal bitte eben. Ja. So. Na, da haben wir es nämlich schon wieder. Ich habe ja nicht IT studiert. Ich habe mit Absicht Jura gewählt, weil ich mich mit IT... Das funktioniert. Ja, Sie lachen, aber ich drehe... Es funktioniert schon wieder nicht. Frau Schröter! Ja? Können Sie mal bitte kommen? Ich habe den Herrn hier von der Telekom, dann der braucht die Kundennummer. Können Sie... Nehmen Sie den mal an, weil ich krieg das nicht hin. Ja. Funktioniert schon wieder nicht. Beruhigen Sie sich erstmal ganz kurz. So, dann drücken Sie erstmal hier oben Escape. Machen Sie mal selber, dann können Sie es gleich vielleicht... Dann sehen Sie Weiterleitung da oben, ne? Genau, dann gehen Sie da habe ich gerade... Jetzt geht's. Jetzt geht's. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Die Äste des Nachbarn in den Garten ragen. Nicht verzagen, sondern klagen. Kanzlei Henker und Richter. Ihr Partner in Sachen Recht. So, der Herr Marzina landet natürlich nicht bei meiner Sekretärin, weil die Telefonanlage ist ja kaputt. Ja. Ich finde, er kommt einfach nochmal bei mir raus. Richter? Ja, Marzina nochmal. Ich wollte eigentlich mit Ihrer Sekretärin gesprochen haben. Ja, Marzina, aber genau das ist das Problem, was ich gerade angesprochen habe. Und Sie müssen sich mal überlegen, ich hab eine sehr gut laufende Anwaltskanzlei. Wir haben ja wirklich auch renommierte Leute, die wir vertreten. Und ich schlage mich den ganzen Tag mit diesem Mist rum. Ja, das darf nicht sein. Haben Sie mal die Rufnummer dann für mich da? Wissen Sie was? Ich stelle Sie zu meiner Sekretärin. Ich habe auch keine. Ich muss hier weitermachen. Ich habe keine Zeit dafür. Die kann Ihnen dann die Nummer und alles und die Kundennummer geben. Die hat das schon rausgesucht. Genau. Frau Schröter, ich probiere das nochmal. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Kommt im Verkehr Ihnen einer quer? Wir ziehen ihn vor den Richter. Wir sind Ihr Profi für Verkehrsrecht seit 1871. Kanzlei Henker und Richter. Richter. Herr Richter, das hat immer nur leider noch nicht geklappt. Das habe ich schon wieder. Ich kriege hier gleich eine Krise, das ist da wirklich nicht wahr. Bleiben Sie ganz kurz dran. Ja, ja, Herr. So, pass auf, Freunde. Wir tun jetzt so, als hätte unsere Telefonanlage ganz von Zauberhand eine Konferenzschaltung eingeleitet. Ja? Kollegin Miriam, du bist die Empfangsdame. Ah, okay, alles klar. Und Kollege Henning, du kannst also gut Chinesisch. Du bist total. Ein Klient aus China. Miau. Herr Fujimoto übrigens. Anwaltskanzlei Henker und Richter Silvia Kaminski. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag, Marzina hier von der Telekom. Richter? Wer bitte dort ist? Von der Telekom, Marzina ist mein Name. Ich hatte gerade mit einem Richter gesprochen. Warum höre ich denn jetzt Frau Kaminski und haben Sie über Anruf übernehmen gedrückt oder irgendwas? Herr Richter, ich habe gar nichts gedrückt. Ich bin einfach nur rangegangen. Ja, Fujimoto Enterprises. Hallo, wer ist dort bitte? Herr Fujimoto. Mr. Fujimoto. Yes. I'm sorry, we have a problem with the telephone system. Why are you calling? No, we call you back later. Please hang up. Hang up, please. Goodbye. So, also Sie können jetzt gerade Live-Zeuge werden, wie toll das funktioniert mit der Telefonanlage. Ich genehme es, ja. Wenn Sie mal kurz nochmal dranbleiben, bitte. Ich bleib dran, kein Ruhig. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Keinen Rechtsschutz abgeschlossen? Nutzen Sie unser Angebot für Sammelklagen. Am Megamittwoch mit Bustransfer zum Gerichtsgebäude und anschließendem Kaffee- und Kuchenbuffet. Was haltet ihr davon? Ich gehe einfach nochmal dran, oder? Super. Ja, gut. Ja, genau. Richter. Herr Richter, Marzina nochmal hier. Herr Marzina, da hätte ich ja selber den Telefonempfang gleich machen können. Ja, richtig. Ja, ich versuch das jetzt nochmal. Also, Frau Schröter, ich stelle Ihnen jetzt nochmal den Herrn von der Telekom durch. Ja, kein Problem. Und schicken Sie dem auch gleich noch die Kundennummer oder was man da braucht. Okay. Also gleich hat er es geschafft, aber einmal noch. Ja, einmal, komm. Jetzt auch mit komplett ausrasten, würde ich vorschlagen. Ja, absolut. Also richtig mit alles kaputt machen und so. Ja, okay, gut. Okay. Also, pass auf. Richter.
Ehrlich gesagt, das klappt leider immer noch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Warum habe ich diese Scheißanlage denn gekauft, wenn sie nicht funktioniert, Mensch? Sind Sie noch dran? Ich bin noch da. Jetzt zeigt sie nur noch Fehler. Frau Schröder! Diese Scheiße funktioniert nicht! Ich reiß das jetzt alles raus und dann, ich schicke Ihnen das zurück und ich möchte die gesamten Kosten erstattet haben. Wir können da nicht arbeiten mit. Da kümmern wir uns dann gerne. Das tut mir leid, dass er jetzt... Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen, damit ich das nachher sagen kann, damit ich weiß, mit wem ich gesprochen habe. Mein Name ist Marzina. Herr Marzina, ich muss an dieser Stelle sagen, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Großen Respekt. Sie haben lang durchgehalten, weil normalerweise werden wir von Ihnen immer in die Warteschleifen gestellt und wir haben gedacht, wir drehen es jetzt mal um. Hier ist das Team von Niedersachsen am Morgen von Hitradio Antenne. Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo. Und Sie haben sich hervorragend geschlagen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, Sie haben sich ganz schön auf die Palme, wollte ich gerade fast sagen, gebracht. Ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Okay, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen ebenso. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.